Weiter geht's mit Assassin's Creed. Wir sind immer noch dabei, das Lager hier zu räumen. Der Hauptmann hatte 0,0 damit zu tun. Der steht nämlich da. Den Lager, den Hauptmann, den wir gerade gekillt haben, war. Das war der von der Trier, wie auch immer. So, den Kollegen hole ich mir jetzt hier mal. Während ich den nächsten mir direkt mit dem Attentat holen werde. Hätte ich gerade zumindest. Mach mal so. So, dein Wachmann habe ich ja schon gekillt. So. Dann snacken wir den mal da weg. Zumindest ist das der Gedanke dahinter. Auf Wiedersehen. Und deinen Kollegen nehmen wir direkt mit. So, weiter geht's. Ich bin gerade dabei, ein bisschen das. So, jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir es. Ich würde ja gerne den Einzelnen da vorne mitnehmen. Müssen wir gerade gucken. Doch, das sollte gehen. So, den nehmen wir mit. Sollen sie ruhig da hingehen? Das ist natürlich jetzt blöd, dass der natürlich jetzt genau in meine Richtung guckt. Deswegen lasse ich den erstmal in Ruhe. Frage, kann mir das Gift selbst Schaden zufügen? Hey, was? Ich schlitze dich ab! So, tot. Na, tschüss. Zweiter. So, haben wir jetzt alle oder ist da immer noch irgendwas, was mich jetzt ärgern könnte? So, Lager an den aufgelaufenen Trieren haben wir geschafft. Da ist noch einer. Das glaube ich ja weniger.
So, die Frage ist, wenn der jetzt da hingeht, kann ich denn vielleicht, kann er denn... Komm, du gehst da jetzt schön hin und dann töte, dann stirbst du, oder? Was geht hier vor? Verdammt. Ach, der verreckt jetzt hier einzeln. Tschüss. Bitte. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Ich hole dich hier raus. So, Finn und Rette. Theoretisch brauche ich ja nicht schleichen. Ich habe ja eigentlich alles an Gegnern hier platt gemacht. Und hab. Wow. So. Und hab. Komm runter, ja. Du sollst eigentlich... Was machst du eigentlich mit mir jetzt? Komm her, hier. Oh. Das war... Mann! Was spiele ich denn für eine Kacke momentan zusammen? Komm her jetzt hier. So, Dina sprechen. Götter. Hat Tote Frist dich geschickt? Jawohl. Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Kannst du mir helfen? Tote Frist reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt seltener, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl. So, Missionsziel. Da ist das, oder? Treffer versenkt, das ist das Schiff. So, und das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann. Ach komm, wir machen noch ein bisschen. Es ist noch zu früh. So, Fender trifft den Informanten immer noch. Wir müssen noch ein bisschen den Informanten treffen. Wie gesagt, heute wollen wir noch das Krokodil killen. Im Idealfall zumindest, dann hätten wir, glaube ich, den nächsten Gegnerbaum weg, dann wäre das der letzte. So, ich gucke mal, ob hier Gegner in der Nähe rumschleichen. Scheinbar nicht. Moin, Sen, ich muss mal mit dir quatschen. So. Nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodorus. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Sila. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will.
und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodorus übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Henut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Henut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Jetzt müssen wir die Tochter treffen, oder was? Bayek, sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Die vermissen Personen aus Dionysias. Die ganze Dörfer sind von Dionysias verschwunden. Es gibt Gerüchte über Götter und Dämonen. Jemand aus dem Karawanserei von Dionysias weiß vielleicht mehr. Oh Gott. Ich muss mit dir mal quatschen. Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Warum bist du so? Ganze Dorf. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen in Euemeria. Durch das Verbrennen ihrer Leichen werden ihre Seelen verflucht. Sie erreichen nie die Gefilde der Binsen. Ich möchte ein Heilmittel für sie finden. Es gibt immer eines. Ich brauche nur die richtige Kombination. Tote verbrennen? Was ist das hier? So, die Krankheit. Die verschwinden im Senhyres. In der Karawanserei erzählt man sich von... So, jetzt müssen wir hier irgendwo runter. Kann ich da irgendwo hinreisen? Ich kann natürlich leider keine Schnellreise machen, weil ich da nicht runterkomme. Herzhaft. Was haben wir hier? Was bist denn du da? Rissgnade, okay. Eine Riesgnade. Riese, ein ägyptischer Gott. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt da runterreisen muss mit dem Schiff. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich mir ansehen. Kannst du mal herkommen? Ich brauche dein Schiff. Das ist ein 39er. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Aber ab jetzt endlich. Ja, Quatsch, war einer. Also ich muss dein Schiff haben. Ich muss mal zu Kenut. Entschuldigung. Gut, die nächsten beiden Philakes sind ja Level 28 und Level 30. Aber solange ich Level 30 nicht bin, möchte ich auch gar nicht erst den nächsten angreifen. Und dann möchte ich so nach und nach, immer wenn ich zwei Level drüber bin, möchte ich sie mir nach und nach snacken. Wie gesagt, drei oder vier haben wir. Ich würde gerne mal einen Überblick haben, was wir schon haben. Das ist das Problem an der Sache. Ich weiß nämlich nicht, wie viel wir haben. Ich muss mal gucken, welchen Assassin's Creed-Teil wieder nachspielen. Wenn wir hier mit dem Ding durch sind. Ich weiß nämlich nicht. Also wir sind bestimmt noch, wir haben doch auch bestimmt noch ein paar Folgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Wir sind nämlich jetzt in Octarin. Entschuldigung. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So, Katasche. Ja, ja. Wie sie Quatsch, wir sind in Euhemeria. Ah,
Aber mit der Frau quatschen wir in der nächsten Episode. Bis dahin, tschüss.